herzlich willkommen in diesem nächsten YouTube-Video. In diesem Video werden wir einen Web-Scraper mit Python bauen. Und zwar ganz konkret mit der Bibliothek Beautiful Soup. Jetzt aber erstmal ganz grob, bevor wir jetzt direkt in den Code einsteigen, möchte ich einmal ganz kurz darauf eingehen, was ist eigentlich Web-Scraping und ja, warum sollte man eigentlich Web-Scraping betreiben? Also, Web-Scraping bezeichnet den Prozess, sich automatisiert Daten von einer Webseite zu holen und diese Daten zu verarbeiten. Ja, also wir können das jetzt mal händisch ganz kurz durchgehen. Also beispielsweise, wenn wir jetzt hier auf eine YouTube-Seite gehen, wie zum Beispiel hier der Kanal von lerneprogrammieren.de, dann können wir natürlich per Hand ganz normal einfach hier über die Videos drüber gehen und wir können sagen, ach ja, guck mal, was gibt's denn hier für Uploads zuletzt, und da diese Informationen können wir jetzt erstmal manuell abrufen. So, das dauert natürlich ein bisschen und das ist ein bisschen Aufwand, den wir hier treiben müssen. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt Folgendes vor. Wir wollen zum Beispiel gucken auf lerneprogrammieren.de, wie viele Aufrufe haben meine Videos insgesamt. Ja, also wir wollen so ein bisschen Analyse machen. Dann könnten wir jetzt hier beispielsweise auf den Kanal gehen, können uns alle Videos mal angucken und wir können jetzt immer aufschreiben, wie viele Aufrufe es hier pro Video gibt. Na, also wir könnten jetzt hier beispielsweise dieses Video anklicken. Dann sagen wir hier mal Pause, damit es jetzt hier nicht weitergeht. Und dann könnten wir jetzt hier beispielsweise diese Aufrufe uns raussuchen. Na, das können wir uns auf den Zettel schreiben und dann war es das damit. Okay. Wenn wir das jetzt händisch per Hand machen, dann ist das natürlich ein Heidenaufwand, weil diese Aufrufe werden sich natürlich täglich ändern. Und wenn wir das quasi recht aktuell haben wollen, dann müssten wir das täglich machen. Wenn wir das täglich machen, das ist ein paar Stunden Arbeit, weil ich glaube, hier sind ein paar Videos mittlerweile drin in diesem Kanal. Also würde allein schon an einem Tag ein paar Stunden dauern. Wenn man das natürlich dann jeden Tag machen möchte, dann ist man nur noch damit beschäftigt, sich diese Infos herauszuziehen. Ja, und eventuell will man nochmal einen anderen Kanal analysieren oder sich anschauen. Also würde es sich hier lohnen, irgendwie ein Programm zu schreiben, was das automatisiert machen kann. Ja, und das können wir eben mit Web-Scraping machen. Web-Scraping bedeutet einfach diesen Prozess, das, was wir hier manuell machen, einfach automatisiert durchzuführen. Ja, und das geht im Prinzip, indem wir mit den Quelltexten arbeiten, die hier ausgeliefert werden. Also wenn wir jetzt hier beispielsweise auf Untersuchen gehen auf der Seite, dann können wir uns hier den Quelltext dieser Webseite angucken. Und ich gehe jetzt mal hier einfach mal drüber und wir sehen jetzt hier einfach mal, was hier selektiert wird. Wenn ich über diese Elemente drüber gehe, dann können wir hier nämlich schon sehen, dass es hier gewisse Elemente selektiert werden. Wenn wir jetzt hier beispielsweise mal dieses Video selektieren, dann können wir hier sehen, auch dass die einzelnen Videos selektiert werden. Ja, das bedeutet, jedes dieser Elemente hier in diesem Quellcode ist halt irgendein Inhalt hier, den wir sehen können im Browser. Und das ist genau das, was wir im Web-Scraping nutzen wollen. Wir gehen in den Quelltext rein, wir gucken uns den Quelltext an, versuchen diese Informationen über den Quelltext herauszufinden und können dann diese Informationen verarbeiten. Wie sieht es denn aus mit den Herausforderungen? Also man sieht ja schon mal, das eine Interessante ist einmal, dass wir natürlich diese Informationen überhaupt bekommen. Allerdings ist das nicht immer ganz einfach. Ne? Das, was wir jetzt hier ganz einfach machen mit ein bisschen Rumklickerei, ist im Web-Scraping dann ein bisschen aufwendiger. Warum? Weil wir uns natürlich die ganze Struktur der Webseite als Quelltext angucken müssen. Ja, wir müssen wirklich hier hintergehen und sagen, okay, woraus besteht diese Videokachel? Also dieser Inhalt hier, der hier drinne steht, wie ist der aufgebaut? Ja, also welche HTML-Elemente sind da drinne und wie kommt man an die Informationen dran? Das ist also eine Herausforderung. Und die zweite Herausforderung ist, ja, immer dann, wenn wir so eine Webseite hier öffnen, wie beispielsweise YouTube, gilt aber auch für alle anderen Webseiten, ist das immer nur der aktuelle Stand der Webseite. Das bedeutet, dass wenn beispielsweise hier YouTube ein neues Release fährt in einem oder zwei Monaten, dann kann sich diese Struktur ändern und dann müssen wir unseren Web-Scraper auch dementsprechend anpassen. Das ist also die zweite Herausforderung. Allerdings ist das halt immer die Variante, die halt immer funktionieren wird, ne? weil wir immer diese Daten abrufen können. Ja, wir müssen uns halt immer nur die Fleißarbeit machen, diesen Scraper einmal zu bauen. Also, das wäre schon mal das. Es gibt natürlich auch ein paar Alternativen. Ja, also die Alternative dazu ist,
Anstatt jetzt beispielsweise ein Web-Scraping zu machen, könnten wir natürlich auch auf die offizielle YouTube-API gehen. Ne? Es gibt ja eine API-Referenz. Das heißt, wir können einfach diese Daten, die uns interessieren, beispielsweise von YouTube, können wir uns auch über eine sogenannte Application Programming Interface, können wir uns diese Daten einfach holen. Ja, in beiden Fällen, egal ob Web-Scraping oder API, haben wir halt, ja, die Arbeit, dass wir uns erstmal irgendwie einarbeiten müssen. Also wir können uns entscheiden, okay, arbeiten wir uns hier in den Quelltext ein, der sich eventuell ändern kann, oder arbeiten wir uns hier in eine API ein. Nachteil bei der API kann natürlich sein, dass eventuell der Betreiber der Webseite nicht möchte, dass du gewisse Informationen bekommst. Das heißt, der würde das in der API gar nicht zur Verfügung stellen. Oder dass er diese API eventuell kostenpflichtig macht. Ja, das heißt, dann musst du halt eben pro API-Aufruf bezahlen und ja, das kann halt dann schnell eben zu Kosten führen, die du eventuell gar nicht bezahlen möchtest. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch beachten, wenn man das über Web-Scraping macht, dass auch der Betreiber das eventuell dann auch eben nicht möchte und man muss da eben auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen oder halt eben die ja, Nutzungsbedingungen des Dienstes achten. Ja, das bedeutet, auch da kann es sein, dass das Web-Scraping nicht erwünscht ist vom Betreiber. Aber ich sag mal, zum Ausprobieren und für Privatanwender sollte so Kleinigkeiten schon mal möglich sein. Und zum Ausprobieren ist es auf jeden Fall kein Thema. Okay, wenn du sowas aber im Unternehmen oder professionell nutzen willst, dann solltest du dich mal mit deinem Anwalt zusammensetzen oder halt eben bei dem Betreiber mal nachfragen, ob du denn gewisse Informationen überhaupt scrapen darfst. So viel zu den Alternativen. Ich würde sagen, das nächste, was jetzt eigentlich das Interessanteste ist, ist das Coding. Also, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal und wir coden den Kram, den wir jetzt haben wollen. Also, was wollen wir machen? Wie bereits schon gesagt, wir wollen uns von einem YouTube-Channel die Videos angucken und wir wollen die Aufrufe in unserem Programm haben. Ja, ist egal erstmal wofür, ob wir jetzt da eine Statistik draus machen wollen oder einfach aus Spaß, es ist vollkommen egal. Wir wollen jetzt einfach testweise mal Folgendes machen. Wir wollen uns alle Videos holen, also wir wollen uns eine Liste aller Videos holen, die dieser Kanal gepostet hat und wir wollen uns dann schon mal von einem Video exemplarisch die Aufrufe holen. Ja, also das ist das, was wir zu tun haben. Und dafür müssen wir jetzt quasi ein paar Vorbereitungen tätigen, bevor wir überhaupt erst programmieren können. Die erste Vorbereitung ist natürlich schon mal im Browser zu gucken, was müssen wir überhaupt machen. Also wenn wir jetzt mit Maus und Tastatur hier vorgehen, was müssen wir tun, um überhaupt an die an die Information zu kommen, wenn wir händisch das Ganze machen. Ja, also bedeutet erstmal, ja, wir müssen die URL haben. Also die URL wäre jetzt hier, die hier. Und wir müssen diese URL aufrufen können. Ja, wenn wir diese URL aufrufen, geht das schon mal. Wir sehen diese Informationen schon mal. Können wir gucken und sehen, okay, hier gibt es jetzt ein paar Videos, die wir schon mal uns anschauen können. Soweit, so gut. Jetzt gehen wir auf die Videos. Also können wir uns die Videos angucken. Ne? Wenn wir jetzt auf ein Video draufgehen und da draufklicken, dann wechseln wir die URL. Und diese URL, mit der URL können wir auch schon mal weitermachen. Ja? Bedeutet, wenn wir uns für jedes Video jetzt die Aufrufe holen wollen, müssen wir für jedes Video auch diesen Link rauskriegen. Okay? Bedeutet, wir gehen nochmal zurück und wir schauen dann jetzt ab dem Punkt dann in den HTML-Code. Ja? Also wir schauen dann in den Quellcode rein, was dann für dieses Video hinterlegt ist. Dafür gibt es die Entwickler-Tools. Diese Tools, falls du die noch nicht kennst, solltest du auf jeden Fall merken, denn das ist das wichtigste Werkzeug eines Webentwicklers. Also egal, ob du jetzt Web-Scraping machst oder Webentwicklung, dieses Tool ist einfach ungemein wichtig, wenn du etwas im Web machen möchtest. Genau. Ja, und was du jetzt hier machen kannst, ist, wenn du auf Untersuchen geklickt hast, wir suchen es nochmal raus, wir gehen hier auf Untersuchen und dann öffnet sich hier nämlich das passende Element. Ja, und wenn wir jetzt hier mal mit der Maus einfach über die Elemente drüber gehen, dann sehen wir, wie hier die einzelnen Elemente selektiert werden. Ja, also wir sehen dann links auf der Seite, wie das schön farblich hinterlegt wird. Und wir sehen, wenn wir jetzt die unteren Elemente hier auswählen, dann sehen wir, dass immer das nächste Video hier ausgewählt wird. Und was uns jetzt natürlich interessiert, ist ein Video. Wir nehmen also jetzt einfach mal das erste Video, was wir da angewählt haben. Und dann gucken wir uns mal die Elemente im Detail an. Ja, also wir gucken hier mal, das ist jetzt diese gesamte Kachel. Und wir gehen jetzt mal in die weiteren Elemente rein und immer tiefer. Und dann finden wir hier plötzlich mal ein A-Element. Und ein A-Element, wenn man sich ein bisschen mit HTML auskennt, dann weiß man, das A-Element, das steht für ein Anchor, ist also ein Link.
Und da müsste ja dann auf jeden Fall der Link zu dem passenden Video enthalten sein. Ich mache das Ganze mal ein bisschen größer. Dann können wir uns das Video, dieses Element mal ein bisschen genauer angucken. Ja, und was haben wir hier? Wir haben hier einmal ein A-Element mit der ID Thumbnail. Dann sind da noch ein paar Klassen drauf und ein paar weitere Attribute. Und das Wichtige bei einem Anker-Element ist das href-Attribut, weil in dem href-Attribut ist der Link enthalten. Ja, und wenn wir da schon mal mit der Maus drüber gehen, dann sehen wir, das ist der Link für das Video. Wenn wir uns also aus diesem href-Attribut diese URL hier rausziehen, dann könnten wir in unserem Scraper sagen, so, jetzt haben wir ein Video ausgewählt über dieses A-Element und da bekommen wir den Link her und über den Link können wir dann auf das einzelne Video draufgehen. Sehr schön. Bedeutet also, im Web-Scraper müssen wir Folgendes machen. Wir müssen hier auf diese Videoseite gehen. Ja, wir müssen warten, bis die Videoseite geladen ist. Wenn diese Videoseite geladen ist, dann holen wir uns dieses A-Element, ja, also hier dieses A-Element aus diesem Video. Wir warten kurz. Da ist dieses A-Element aus dem Video. Wenn wir das A-Element für dieses Video haben, holen wir uns da die passende URL raus und sind dann erstmal fertig für die Seite, weil dann können wir auf diese URL draufgehen und von da aus weiter. Ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal und bauen schon mal diesen einen Part fertig. Also, ich habe jetzt einfach mal mir hier eine neue Datei erstellt, also eine scraper.py Datei und da drinnen werden wir jetzt diesen ganzen, wenn wir jetzt das ganze Tool bauen. Falls du es noch nicht hast, du solltest dir auf jeden Fall Python installieren. Wie das geht, findest du in unseren anderen Videos oder halt alternativ in unserem Python Schnellstartkurs. Das kannst du dann darüber auch machen. Da brauchst du nichts installieren, sondern kannst es direkt damit erledigen. Genau, das heißt, wir müssen einmal dieses scraper.py, wir machen einfach eine neue Datei und wir können das jetzt nicht einfach mit plain Python machen, sondern wir müssen uns dazu noch ein paar Bibliotheken installieren. Bevor wir damit loslegen können, müssen wir erstmal Bibliotheken installieren und ja, du musst auf jeden Fall schauen, dass du schon mal Python aufrufen kannst. Also wenn du jetzt zum Beispiel über py --version aufrufst, dann sollte bei dir da irgendwie so eine Python-Version rauskommen. Wenn du das noch nicht kannst, dann solltest du auf jeden Fall erstmal Python installieren und ja, ab dem Zeitpunkt, wo du py --version angeben kannst und du dann eine Version bekommst, ab dem Zeitpunkt kannst du dann wieder einsteigen. So, das heißt, wenn wir jetzt hier das Ding haben, dann können wir sagen beispielsweise py -m pip install requests. Also die erste Bibliothek, die wir installieren, ist requests. Denn damit können wir dann Requests machen. Ich habe das ja logischerweise schon installiert. Das heißt, bei mir wird das jetzt einfach nur so durchlaufen. Das ist die erste Bibliothek. Die zweite Bibliothek, die wir installieren werden, ist die Requests HTML, um halt diesen HTML-Inhalt verarbeiten zu können. Also py -m pip install requests --html. Dann wird das installiert. Und zum Schluss müssen wir dann auch noch Beautiful Soup installieren. Ja, also auch wieder hier py -m pip mit i install und dann Beautiful Soup. Ganz wichtig, dass du diese Dinge richtig schreibst. Wenn du die falsch schreibst, dann wird da nichts installiert. Du bekommst Fehlermeldungen und du musst auf jeden Fall darauf achten, dass du diese Befehle richtig ausschreibst. Wie gesagt, es kann bei dir eventuell nicht Py heißen, sondern Python oder Python 3. Da musst du mal bei dir gucken, mit welchem Befehl du dieses Version aufrufen kannst und damit musst du dann auch das -m pip install aufrufen. Okay. Also Beautiful Soup wird jetzt installiert, ist bei mir natürlich auch schon alles erledigt, aber bei dir sollte dann das Ganze installiert werden. Okay, wenn du das getan hast, dann können wir mit unserem Skript anfangen. Ich fange immer gerne erstmal mit einem ganz simplen Print-Befehl an. Damit kannst du nämlich schon mal prüfen, ob das denn generell auch alles funktioniert. Also wir machen hier jetzt unseren ersten Web-Scraper. Wir speichern das ab. Und führen dieses Programm erstmal aus, also py-scraper.py. So, und wir sehen dann erstmal eine ganz simple Ausgabe, erster Webscraper. Wenn du das bekommst, schon mal, ohne dass da Fehlermeldungen kommen, dann weißt du schon mal, wie du einmal die Skripte aufrufen kannst und dass dein Skript schon mal funktional ist. Ja, also wir können dann schon mal damit arbeiten. Okay. Um jetzt diese Webseite zu holen, also um jetzt diese URL hier aufzurufen, ja, wir kopieren uns die schon mal. Können ja hier mal einen Kommentar reinschreiben und sagen, hey, wir wollen diese Webseite schon mal
uns ziehen. Ich teile das immer gerne auf. Wir haben ja einmal eine Basis-URL, das ist youtube.com, und dann immer die URLs, die mit hinten dran kommen. Ja, das heißt, wir würden jetzt erstmal zwei Variablen machen. Das ist einmal die Base-URL. Und die Base-URL, das ist eigentlich immer hier https://www.youtube.com ohne den Slash. Ja, aber als Text. Also ganz wichtig ist, dass wir hier die, das Hochkomma bzw. Anführungszeichen benutzen, damit das Ganze als Text drin ist. So, und dann dazu nochmal eine URL, weil wir natürlich auf eine Sub-URL gehen. Ne? Wir wollen natürlich nicht nur youtube.com abrufen, sondern eine ganz bestimmte Seite da drin. Also beispielsweise den Channel von lerneprogrammieren.de. Das heißt, wir machen hier URL gleich Base-URL plus, und dann machen wir auch wieder hier die Anführungszeichen und sagen dann auf den Channel, also auf Slash Channel, dann den ganzen Kanalnamen und dann auf Videos. Ja, also damit hätten wir dann schon mal die URL zusammengebaut. Und wir können die auch gerne schon mal einfach mal ausgeben und sagen, scrapen von plus URL. Ja, so, damit können wir schon mal prüfen, ist die URL richtig? Ja, wir rufen das Ding mal auf und sagen, okay, hier, scrapen von HTTPS, bla bla bla. Sehr schön. Und damit können wir uns jetzt die Seite schon mal holen. Wir müssen jetzt, damit wir uns diese ganze Seite holen können, müssen wir uns erstmal diese Bibliotheken, die wir hier installiert haben vorher, müssen wir jetzt importieren. Ja, das macht man meistens ganz oben in der Datei, damit man weiß, okay, welche Bibliotheken nutzt dieses Skript. Und da fangen wir als allererstes an und sagen Import Requests. Dann importieren wir die Requests HTML. Also wir machen da jetzt erstmal from Requests. Wir müssen nur eine Klasse davon haben. Also sagen wir hier from Requests HTML import HTML Session. Okay. Also das ist das Einzige, was wir davon brauchen. Und dann von dem Beautiful Soup müssen wir natürlich auch was importieren. Und da machen wir from BS4, so heißt das die Bibliothek in kurz, ne? Also Beautiful Soup 4, das ist die Version. Import Beautiful Soup. Und damit hätten wir die Bibliotheken schon mal in unser Skript geladen und können jetzt hier unten weitergehen. Und jetzt sagen wir nämlich Folgendes. Erstmal müssen wir eine Session-Variable aufmachen. Die nennen wir einfach mal Session 1 und sagen HTML Session. Und jetzt können wir mit dieser Session auf eine Webseite gehen. Also wir sagen, wir machen jetzt quasi ein virtuelles Browserfenster auf und geben da jetzt die URL rein und sagen, so, und jetzt holen wir bitte diese Webseite. Was als Ergebnis bekommen wir dann eine Seite und die nennen wir dann erstmal Page 1 und die holen wir uns über die Session.get. Also Session1.get und dann auf die URL. URL. Damit wird diese Seite schon mal geladen. Allerdings bei YouTube ist es so und auch bei vielen modernen Webseiten, dass die ja natürlich JavaScript ausführen und sich dann die Informationen erst dynamisch nachladen. Das heißt, um alle Informationen zu dieser Webseite zu bekommen, also alle Videoinformationen hier zu bekommen, müssen wir quasi den JavaScript-Part ausführen dieser Webseite. Und das funktioniert, indem wir einmal hier Page 1 sagen, HTML.render. Ja, also wir führen den Befehl Render aus und damit wird dann alles, was an JavaScript so da ist, wird dann quasi durchgearbeitet. Und das Ergebnis ist dann, dass wir in dieser Page.html dann eben schon den Inhalt der Webseite bekommen. Wir können uns den testweise einfach mal ausgeben. Wir können jetzt hier sagen print page1.html.html. Ja, und wenn wir das jetzt mal ausführen, dann werden wir nämlich eine ganze Menge sehen. Wir führen das mal aus. Scrapen das und jetzt werden wir gleich eine ganze Menge sehen, was da gleich zurückkommt. So, wir sehen, da rattert eine ganze Menge durch und zwar eine ganze Menge HTML und was alles so dazugehört. Also das, was wir hier eigentlich sehen im Browser, ist jetzt hier quasi als riesengroßer Block, als Datenblock zurückgekommen. Ja, und wenn wir uns den jetzt in der Datei abspeichern würden, dann würden wir halt sehen, welche Elemente wir da brauchen. Wir haben ja aber allerdings gelernt, dass wir hier eben auf das Anker-Element draufgehen müssen. Das werden wir uns jetzt dann gleich holen. Und das machen wir eben wie folgt. Also einmal, also wir haben uns jetzt den Print hier rausgeholt. Wir müssen die jetzt nicht immer printen, deswegen kannst du das auch gerne löschen.
So, was wir jetzt als nächstes machen wollen, ist dieses Beautiful Soup benutzen. Das heißt, wir machen hier eine erste Suppe, ja. Und mit dieser Variable können wir jetzt Beautiful Soup aufrufen. Und Beautiful Soup hat als Konstruktor sozusagen einmal den Inhalt, den wir lesen wollen, also page1.html.html. Und dann müssen wir sagen, ja, mit was sollst du das durchlesen? Also Beautiful Soup, das liest dann quasi diese Inhalte, die wir da uns jetzt gerade hier angeguckt haben. Das kann diese Inhalte hier verarbeiten. Nur wir müssen ihm sagen, mit welcher Methodik, ja. Und der sollte ja das mit einem HTML-Parser machen. Also mit einem HTML-Parser soll er das machen. Und damit können wir das Ganze jetzt abrufen. Ja, wir können jetzt also hier sagen, Results. Wir haben eine Results-Variable. Und sagen dann auf Soup, auf dieser Soup-Variante, Variable, sagen wir find all IDs. So, und wir können jetzt gucken wir uns jetzt nochmal ganz genau an in dem Ding. Wir müssen jetzt sagen, ja, was soll er denn genau finden? Ja, und wenn wir uns das jetzt mal angucken hier, dann suchen wir nach einem ganz bestimmten Ding. So, das dauert jetzt eine Sekunde. So, wir machen es nochmal. Das ist jetzt erstmal nur geladen. Untersuchen. So, und wenn wir uns jetzt das hier anschauen, dann werden wir jetzt hier sehen, irgendwo gibt es dann eine ID, zum Beispiel Thumbnail. Ja. Und diese Thumbnail-ID, die können wir uns beispielsweise dann mal holen. Und darüber können wir dann den href bekommen. Also das machen wir jetzt einfach mal. Wir holen uns dann also alles. Wir holen uns alle A-Elemente mit der ID Thumbnail. Also was wir hier eingeben müssen, ist folgendes. Wir müssen dann hier sagen, ID gleich Thumbnail. Ja, also da alle Elemente mit der ID Thumbnail wollen wir uns jetzt erstmal holen. Und die hätten wir dann. Ja, wir können auch da gleich mal reingucken. Wir können also hier gleich mal sagen, hier print results. Und dann werden wir sehen, wie viele Results da eigentlich drin sind. Ja, schauen wir uns das mal an, ganz kurz. Wir scrapen das mal und schauen, ob überhaupt unser Script schon mal funktioniert an der Stelle. Das dauert immer ein paar Sekunden, ne? Weil es dann... So, und was wir jetzt hier schon mal sehen, ist ja eine ganze Menge. Also wir können jetzt hier beispielsweise schon mal sehen, dass einmal kriegen wir hier eine ganze, ganz viele Inhalte zurück. Hoppla, das war zu weit. So, wir gehen nochmal hier zurück. So, und jetzt holen wir uns jetzt hier scrapen von... Und jetzt sehen wir hier ein Element. Und hier können wir schon mal sehen, dass genau das Element rausgesucht wurde. Wir haben hier ID Thumbnail. Und dieses Thumbnail hat ein href. Und da haben wir auch unsere URL schon. Das heißt, wir haben damit schon mal das bekommen, was wir brauchen. Allerdings sind hier noch ein paar andere dabei. Also hier ist ein YouTube Image Shadow, was uns auch dieses Ding gibt, aber da ist kein href drauf beispielsweise. Also hier ist ein bisschen zu viel drin. Ich habe das mal ein bisschen recherchiert und habe dann rausgefunden, das ist die Arbeit, die man sich machen muss, ich habe dann rausgefunden, dass wir eigentlich nach der ID Video Title suchen, weil dahinter ist auch das href. Also wenn wir das jetzt nochmal ausführen mit der ID Video Title, dann bekommen wir genau die Elemente zurück, die alle nur dieses passende href-Attribut haben. Ja, also das wäre dann nämlich hier an der Stelle, ist auch wieder jetzt eine ganze Menge gewesen, wie man sieht. Aber hier bekommen wir dann auch ein Anker-Element mit sogar einem Label. Und da auch da ist das passende href-Attribut drin. Und hier sehen wir auch die ID-Video-Title. Na, also man sieht schon, da ist die ganze Fleißarbeit eigentlich das rauszufinden, wonach man sucht auf der Website. Und das kann wirklich sehr, sehr lange dauern. Genau. Aber das heißt, wir haben schon mal unsere Inhalte zurückbekommen und wir können uns jetzt mal für ein Element, können wir ja schon mal dieses href raussuchen. Ja, das heißt, wir nehmen das erste Result, ja, mit der Null, Index 0 und holen uns dann über einen weiteren Index das href-Attribut. Also nur das href. Speichern mal ab. Scraper.py. Dauert wieder ein paar Sekunden und jetzt bekommen wir nur dieses href-Attribut. Also wie funktioniert das? Einmal haben wir ja hier dieses Array. Das heißt, wir haben jetzt alle Videos bekommen, die auf diesem Kanal drauf sind, die auf dieser Webseite ausgegeben worden sind. Das ist das eine schon mal. Wir haben uns das erste geholt. Und
Ja, auf diesem Result, auf dieser Eintrag haben wir quasi noch ein weiteres Array. Das ist im Prinzip, das ist eine Key-Value-Map, die wir da haben, also ein Dictionary in Python. Und über dieses Dictionary können wir uns dann quasi alle Informationen holen. Ja, ich debugge da mal ganz kurz rein, nur damit wir mal verstehen, was dort eben passiert. Und dann können wir uns nämlich mal die Inhalte angucken, was da eigentlich genau drin steckt in so einem Result. So, es dauert jetzt eine Sekunde. Und jetzt sind wir da drauf. Wenn wir uns das Result jetzt angucken, dann sehen wir hier drin, dass es eine ganz viele Ankerelemente sind. Ja, und diese ganzen Ankerelemente sind jetzt hier aktuell 30. Die können wir uns schon mal holen. Wenn wir uns jetzt ein Element mal aufmachen, dann sehen wir hier drin, dass da eine ganze Menge drin ist. Und zwar zum Beispiel die ganzen Strings. Wir sehen hier die FindAll-Methode. Und wir sehen hier drinnen dann auch, jetzt muss ich gerade mal gucken, die Contents. Ja, das sind die Inhalte. Das sind zum Beispiel die ganzen Variablen drinnen. Wir sehen hier die ganzen Funktionsvariablen, also die ganzen Funktionen. Und vor allen Dingen sehen wir hier Attribute. Ja, also hier sehen wir zwei Attribute und das Attribut gibt es hier zum Beispiel, das ist das href-Attribut. Wir könnten uns halt den Titel holen, dann hätten wir auch den Titel für das Video, was wäre auch nicht schlecht, das wäre auch interessant. Das können wir uns ja gleich mal abspeichern. Also, wir speichern uns jetzt mal als erstes den Inhalt und, also hier der Content, den Contents gibt es nämlich auch, also den Inhalt der Inhalt des Elementes können wir uns auch abspeichern und das machen wir jetzt einfach mal als nächstes. Also, ich breche den Rahmen nochmal ab. Aber wir wissen schon mal, wie wir uns den Titel des Videos holen. Also Titel, Results 0, Punkt, genau, da gibt es einen Befehl für, der heißt Encode Contents. Den nehmen wir jetzt einfach mal. Den kann man nachlesen in der Dokumentation von A Beautiful Soup. Und was wir natürlich auch haben wollen, ist die URL. Ne? Und wir nennen das jetzt einfach mal href URL gleich und dann haben wir es im Prinzip auch über das Result gleich 0, Result 0, Results 0 und dann eben auf das href-Attribut. Na, das muss man natürlich als Text angeben, href und damit hätten wir einmal den Titel und die URL abgespeichert. Dann können wir den Print hier auch rausnehmen. Wir könnten den Print jetzt natürlich so machen, dass wir sagen, hey, guck mal, wir haben jetzt hier den Titel, Video, Doppelpunkt, Title wird abgerufen. Ja, und damit hätten wir schon mal irgendwie eine kleine Zurückmeldung an den Benutzer, der das Ding benutzt. Ja, und dann müssen wir als nächstes weitermachen. Jetzt ist der nächste Part, auf dieses Video drauf zu gehen. Ja, wir haben ja die URL jetzt rausgefunden. Wir können jetzt also quasi damit und der Biases-URL können wir jetzt auf das Video drauf gehen. Ne? Also was ganz einfach bedeutet, dass wir eigentlich mit unserem Programm hier draufklicken müssen. Wir klicken also da drauf und ich stoppe das natürlich direkt. Wir klicken hier drauf und das, was wir jetzt hier machen müssen, ist, wir gehen auch hier wieder in die Entwickler-Tools und müssen uns raussuchen, welche Informationen sind jetzt für uns relevant. Also auch hier, wir gehen nochmal in den Code rein. Erster Schritt ist logischerweise die URL aufzurufen. Also die URL müssen wir uns hier zusammenbauen erstmal. Also wir sagen jetzt hier einfach mal Video URL gleich. Ja, und das wäre die Base URL plus dieses href-Ding. Ne? Das href, was wir uns rausgeholt haben. Also href URL. Und auch hier, wenn wir jetzt die URL haben, können wir uns das hier so, wie wir es auch hier oben gemacht haben, einfach das Ganze abrufen. Nur eben nicht mit Session 1, Page 1 und Soup 1, sondern eben mit der 2. Wir machen einfach eine neue Session auf, also Session 2. Session 2 auch hier. Dann sagen wir auch hier, das ist eine Page 2. Page 2 und Soup ist auch dann die 2. Ja, also von jedem Ding holen wir uns jetzt einfach eine neue Instanz. Und damit arbeiten wir jetzt quasi weiter. Jetzt haben wir diese Seite verarbeitet. JavaScript wurde geladen und jetzt können wir uns die Inhalte dazu holen. Ja, und auch hier müssen wir wieder die Analyse machen. Wir können jetzt hier gucken, wo stecken jetzt die Informationen drinne, die uns interessieren. Ja, und hier können wir beispielsweise sehen, das ist ein Span-Element mit der Klasse ViewCount.
Ja, und auch diese Klassenelemente können wir uns eben holen. Das heißt, um jetzt unser Inhalt zu bekommen, können wir folgendes G eingeben. Also erstmal müssen wir wieder eine Results-Variable bauen. Ne? Results. Diesmal Results 2. Und sagen dann sub 2 Punkt find all, hatten wir ja schon vorhin, find all. Ja, und jetzt können wir anstatt auf nach einer ID, können wir sagen, hey, wir suchen nach einer Klasse, das muss man einschreiben mit class unterstrich, gleich viewCount. Na, wir sehen es ja hier, viewCount, das ist das Ding, was wir haben wollen. Und wenn wir das Element haben, können wir damit halt was tun. Ja, dann schauen wir mal weiter. Also ich würde sagen, wir printen das dann nochmal aus, print result 2. Führen wir den ganzen Kram mal aus. Und jetzt, wenn da Fehlermeldung oder sowas kommen konnte, das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Wichtig ist, dass wir halt da die Inhalte bekommen. So, okay, ich habe jetzt hier irgendwie einen Fehler gemacht anscheinend. Also so viel dazu, dass uns das nicht interessiert. Name result is not defined. Wo habe ich es dann geschrieben? Result, result, result. Achso, hier. Ich habe mich vertippt. Ich habe hier dann S vergessen. Das passiert. Ja, das ist vollkommen normal, dass man mal hier irgendwie was vergisst. So, also nochmal, führen wir nochmal aus. Ist immer nur die Frage, wie schnell man diese Fehler findet, ne? Okay, dann haben wir hier noch ein Problem. Ich habe jetzt diesen Print gemacht, auf einen Titel. Ich muss den aber erstmal umwandeln in einen String. Das machen wir auch natürlich schnell. Und ja, das passiert einfach, dass man mal in der Eile einfach noch Fehler macht. Das ist keine Schande. So, und jetzt sehen wir hier auch schon, Video Newsfeed App programmieren, wird abgerufen. Und was wir dann bekommen, ist ein leeres Array. Schade. Das heißt, anscheinend ist da nichts drinne, was wir hier bekommen. Also dieser ViewCount hat anscheinend nicht das gefunden, was wir gesucht haben. Ja, und im Prinzip, wenn dann alle Stricke reißen und du merkst, okay, wir haben jetzt eigentlich alles programmiert. Wir haben jetzt gesehen, dass das Ergebnis ist nicht das, was wir haben wollen. Und die Datei, die enthält offensichtlich ja zwar Informationen, aber nicht das, was wir eigentlich gesucht haben. Also wir können sehen, dass sich der Quelltext aus dem Browser mit dem Quelltext, der hier übermittelt wurde, anscheinend unterscheidet. Wenn das passiert, dann kann es sein, dass das JavaScript noch nicht ausgeführt wurde. Das heißt, wir haben der Seite, der hier, dieser Funktion, zu wenig Zeit gegeben, um das fertig zu machen. Weil JavaScript wird ja asynchron ausgeführt. Das heißt, es kann ein paar Sekunden dauern. Um das Problem zu lösen, reicht es meistens, einfach dieser Render-Methode ein sogenanntes Sleep zu geben. Also, dass die einfach mal ein paar Sekunden wartet, bis die Seite vollständig geladen ist. Ja, und das kann man machen, einfach indem man hier als Parameter eingibt Sleep und dann halt eben eine Zahl in Sekunden. Also beispielsweise 5 Sekunden, lassen wir den mal schlafen. Und dann führen wir jetzt das Ganze nochmal aus. So, wir starten das jetzt nochmal. Wir sehen hier unten, scrapen von, blablabla. Und jetzt müssen wir 5 Sekunden warten. Und dann bekommen wir tatsächlich den Span. Also wir haben vom Prozess her schon alles richtig gemacht, aber wir haben nicht lang genug gewartet. Also das ist ganz wichtig. Das müssen wir immer beachten, dass wir dann da richtig und lang genug warten. Okay, das bedeutet, wir kriegen jetzt hier schon mal unser Result raus. Und ja, wir kriegen auch hier schon die Aufrufe. Das heißt, wir könnten uns diese Aufrufe jetzt hier schon mal ausgeben lassen. Also wir können sagen, hey, wenn wir einen Inhalt haben, dann können wir sagen, print results 2. Und dann eben dementsprechend auf das erste Result gehen. Das hatten wir ja auch schon. Wir können ja mehrere Ergebnisse bekommen. Auch wenn wir jetzt hier nur eins erwarten, können wir trotzdem mehrere Ergebnisse bekommen. Und dann sagen wir encode contents, also wieder diese Funktion, um den Inhalt rauszuholen, ne? Also diesen Inhalt vom HTML-Element. Und damit hätten wir das dann ausgegeben. Den Print hier, den können wir rausnehmen. Und natürlich auch, ja, dieses Video, das brauchen wir auch nicht mehr. Also die ganzen unnötigen Prints, genauso wie hier diese Datei schreiben, das können wir auch rauslassen und können das jetzt mal aufrufen. So, wir starten jetzt mal das ganze Skript, jetzt aber hier mal über die Kommandozeile. So, scraper.py. Jetzt wird das gescraped, jetzt sehen wir auch schon, Video wird abgerufen und dauert ein paar Sekunden
519 Aufrufe. Und damit haben wir die Information automatisiert bekommen. Wir könnten das ganze Ding jetzt total ausschmücken. Wir könnten jetzt sagen, okay, wir laden uns jetzt das quasi für alle Videos. Wir könnten jetzt sagen, wir laden uns das für einen anderen Kanal. Ne? Wir könnten jetzt das Skript so aufbauen, dass man sagt, hey, gib mir doch mal einen Kanalnamen und ich suche dir automatisch diese ganzen Videos raus. Oder ich werte das für dich automatisch aus. Ne? Speichere das vielleicht in einer Excel-Datei oder in einer CSV oder wie auch immer, wie man es aufbereitet haben möchte. Wichtig ist, dass man halt genau über diese Dinge, also über das, was wir jetzt hier gemacht haben, dass du dann dir ganz simpel Informationen zu Webseiten abrufen kannst und das vor allen Dingen automatisiert. Ja, es hat ein bisschen gedauert. Man sieht, also es ist nicht so ganz so simpel, wie man sich das vorstellt. Also es gibt da ein paar Fallstricke. Ich hoffe, die konnte ich dir jetzt einfach schon mal zeigen und du kannst das Ganze mal nachprogrammieren und ausprogrammieren. Ich bin mal gespannt, welche Seiten du gerne scrapen würdest und welche Informationen versprichst du dir aus dem Webscraping. Kommentier doch gerne mal. Und ansonsten, abonniere bitte den Kanal, wenn dir das Video gefallen hat und gib mir ein Like auf das Video, falls ich noch weitere solche Videos bauen soll. Ansonsten sage ich viel Spaß beim Nachprogrammieren und bis bald auf lerneprogrammieren.de.